So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Es ist soweit, der Community Raid mit Genesekt. Leider nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch. Und warum, das erklären wir euch gleich. Aber erstmal möchte ich euch was zeigen. Guckt euch mal diesen Speedy Gonzales an. Der sieht richtig genial aus, oder? Ich weiß nicht, was das ist, aber da ist auf jeden Fall eine Maus drauf. Heute ist Mittwoch. Normalerweise war gestern Raid-Boss-Wechsel. Wir wollten einen Community-Raid machen, aber wir waren 8 Uhr frühs bis 19 Uhr abends unterwegs. Wohnungsübergabe, Wohnung ist jetzt weg. Ummelden, dahin gerannt, dorthin gerannt, noch ein paar andere Wege erledigt, da nochmal eingekauft, da nochmal Reifenwechsel gemacht, alles in Hessberg. Also gestern der ganze Tag voll gestopft. Heute möchte ich das nachholen am Mittwoch. Der Raid findet am Fledermausturm statt. Ich habe den jetzt in den Community-Tab gepostet. Auf der Fahrt hierher habe ich noch für Raid am Mittwoch die Sachen abgescreent. Und du merkst schon wirklich, Pokémon Go ist einfach nicht mehr das, was es war. Ich freue mich jetzt gleich auf den Raid eigentlich, da am Fledermausturm. Aber nachdem wir schon keine Raids für Zuschauer mehr machen können, nachdem die Raid-Mania ausstirbt am Mittwoch, da wir ja begrenzt sind auf 5 und da auch alles nur verkackt ist, in der Aktion auch keiner mehr macht, weil ja keiner mehr da ist, immer weniger Leute spielen, habe ich auch bei Raid am Mittwoch ein Format, was ich theoretisch aufgeben kann, weil zwischen 200 Bildern, die ich sonst immer hatte, wo ich auf 100 reduziert habe, kriege ich jetzt nur 60. Weil eben, wenn keiner mehr spielt und keiner mehr was fängt und keiner mehr was macht, dann natürlich auch keine Ausbeute hat und nichts reinschicken kann. Und so hat man eh in seinem schwarzen Loch, in dem man sich momentan mental befindet, sieht man, dass drumherum auch alles einbricht. Was nicht einbricht, ist hoffentlich der Fledermausturm. Den zeige ich euch nämlich nochmal hier vor mir. Der ist richtig genial. Das war mal ein riesengroßer Wohnblock. Der ging bis darüber und dann haben sie den Stück für Stück abgetragen und abgebaut und haben nur dieses Stück stehen lassen, weil sie gesehen haben, dass sich da die Fledermäuse eingenistet haben, verschiedene Arten. Und jetzt ist das hier ein richtiges Meininger-Denkmal geworden, was auch irgendwie ausgepriesen ist, wo schon Reportagen drüber gemacht wurden, steht jetzt unter Naturschutz und das ist die Arena. Jetzt muss ich mal in den Community-Tab reingucken, wer noch existiert, wer noch spielt, wer überhaupt noch die App installiert hat, um ein Genesect-Raid zu machen. Was neu als Shiny da ist, aber wer schon eine andere Form von Genesect in Shiny hat, braucht das auch nicht unbedingt. Ihr seht ja eh keinen Unterschied, nur das Modul ist anders. Ich gucke kurz in den Community-Tab und dann laden wir gleich ein zum Genesect Community Raid. So, Kamera läuft, wir sind wieder mal zu spät dran. Es ist schon 11.01 Uhr, um 11 Uhr müsste ich eigentlich einladen. Ich will euch trotzdem aber vorher mal ganz kurz, wenn ich es schaffe, jetzt habe ich natürlich die Bildschirmaufnahme schon an und komme nicht auf den Community-Tab. Das ist so genial. Einen musste ich auch noch adden, der wird sich vielleicht jetzt freuen. Ich komme nicht auf den Community-Tab, weil die blöde Aufnahme-App hier oben davor ist. Naja, dann können wir euch nicht mal die Konda-Liste zeigen und auch alles andere nicht. Und deswegen, ach, es ist doch einfach alles scheiße. So, neuer Versuch, Aufnahme ist gestartet und ich bin schon im Community-Tab, damit ich euch jetzt auch zeigen kann, dass ich hier den Raid gepostet habe. Wie war das letztens? Beim Ramses finde ich gut. Das sieht man auch mal, dass nicht alles immer klappt im Leben und dass es auch mal Probleme gibt. Beim Ramses gibt es halt nur Probleme. Das Ding ist Käfer und Stahl. Das heißt, ihr nehmt am besten einfach Feuer. Feuer gegen Käfer, Feuer gegen Stahl und haut das einfach weg. 1916, 23, 95 sind die 100er-Werte. Und wir haben zum Einladen, hat mir Pupsi gerade vorgelesen, Mago FedEx, 1 Kommandant, Genaya, Borki und Poke X Hunter. Den habe ich nirgendwo drauf. Den musste ich mit dem Samyang-Account jetzt erstmal adden. Durch die Verzögerung hat er ja sogar jetzt noch Zeit anzunehmen. Ist immer cool. Wenn man um 11 Uhr einladen soll, derjenige aber 11.01 Uhr erstmal geaddet wird. Das ist Ramses. Das findest du nirgendwo anders. Dann haben wir noch Badhead, Excavator, Henry Niki, Bisafan Enzo. Und das heißt, es sind nicht mal 10 Leute, die man einladen kann, weil es so ist. So, gehen wir jetzt mal hier drauf. Ich gehe jetzt einfach mal öffentlich rein. Ich hoffe, der hat jetzt angenommen. Pupsi, bist du auch soweit? Kannst du drauf? Super. Ich versuche mal hier die Manneking einzuladen. Der Poke X Hunter mit einer 0 davor hat
angenommen, da hat sich doch die Verzögerung gelohnt, dass der jetzt noch Zeit hatte, überhaupt beim Raid dabei zu sein. Das hat also auch was Gutes. Wie findet ihr den orangen Müllcontainer hinter mir? Den wollte ich letztens schon aufmachen, als ich mit einer Flasche Bier hier vorbeigelaufen bin im Spaziergang. Dann habe ich gesehen, der ist fest verschlossen. Mich hätte sehr interessiert, was da drin ist. Weißt du das vielleicht? Was? Da ist bestimmt Laub drin. Ne? Was sollte man sonst so bombenfest verschließen? Jetzt habe ich hier, was haben wir denn für Teams? Beim Noodle-Account sehe ich Heatran, Skelabra, Entei, Lavados, Glurak, Glurak. Und auf dem Hauptaccount haben wir Skelabra, Reshiram, Glurak, Lavados, Ho-Oh, Reshiram. Wenn man sich's leicht machen will, nehmt einfach eine 6er Armee Skelabra, sieht gut aus und ist Feuer. Ansonsten könntet ihr ja mega Glurak zünden und damit wahrscheinlich Genesekt auch im Solo bezwingen. Wer also in der Raid-Stunde ordentlich durchstarten will, macht eine Mega-Entwicklung aktiv, dann haut ihr das Ding gut weg. Wenn ihr nicht so stark seid mit zwei Accounts, würde das trotzdem gut funktionieren. Reshiram habe ich hier drin, aber ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Glurak, ist die Bindung da mit Glurak, kämpfe ich eigentlich am liebsten. Was ich heute Abend in der Raid Mania mache, weil trotzdem ja heute Raid Mania ist, ich glaube XL bonk, ich glaube, ich habe damals einen 100er Genesekt bekommen. Und habe auch die XL-Bonbons voll gehabt und den auf 50 gezogen. Wenn nicht, muss ich nochmal nachgucken, ob ich noch XL brauche oder voll habe. Ein zweites 100 davon würde ich, glaube ich, nicht hochziehen. Aber extra den Angriff boosten, wir werden das sicherlich mindestens zwei Leute sein. Also wenn ihr mich einladet und ich reingehe und ihr alleine seid, dann sind wir ja zu zweit, dann schaffen wir es ja auch locker. Also werde ich doch wahrscheinlich die Bonbons boosten heute Abend und nicht den Angriff boosten. Jetzt hauen wir den mal weg. Das ist der also mit dem Elektromodul. Der sieht in Shiny natürlich wunderbar aus, wenn ihr schon irgendein Genesekt in Shiny habt. Das ist ja hier lila, das ist dann rot. Das Rot sieht super aus. Den müsst ihr auch selber in Shiny raiden. Ihr könnt nicht einen Kollegen fragen, ob der euch einen rübertauscht, da es ein mysteriöses Pokémon ist. Und deswegen ist das nicht tauschbar. Ihr könnt es verschicken, aber es ist nicht tauschbar. Da braucht ihr also auch nicht 20 Stück aufheben für eure Freunde. Ihr könnt sie ja eh nicht tauschen. Deswegen haue ich immer alle komplett weg und hebe mir nur von jedem Modul das Beste auf. Plus die Shinies. So, 19, noch was. 19, 16 oder so war, glaube ich, der 100er Wert. Ich bin bei beiden hier unter 19. Wie viel hast du? 18,95, hier ist 18,66, kein Shiny. Jetzt gucken wir mal kurz hier drauf. Leider auch kein Shiny, 18,97, aber naja, trotzdem kein 100er. Das schmeißen wir mal hier weg. Das nehmen wir mal in die Hand und gucken mal, wie der sich fangen lässt. Nehmen jetzt mal eine goldene Beere, der steht in der Mitte. Der geht auch nicht nach links, der geht auch nicht nach rechts, der hüpft zwischendurch vielleicht mal hoch, der greift zwischendurch mal kurz an. Ansonsten seht ihr einfach fabelhafter Kreis, obwohl der noch relativ groß war. Ich werde den Kreis jetzt auch nicht mehr verstellen, nur noch werfen, wenn er gerade angegriffen hat, damit ich immer einfach fabelhaft treffe. War der zweite Ball, haben noch 18 übrig, haben also 20 gehabt, wir warten wieder, wie er uns mit seinen roten Insektenaugen anstarrt. Und dann gucken wir gleich nochmal in den Beutel, was das Beste ist und ob ich, wie viele XL ich habe, beziehungsweise wie viel ich generell im Pokédex stehen habe davon. Eine Form müsste es, glaube ich, noch geben, die noch nicht Shiny da ist. Zwei Formen gab es, glaube ich, schon als Shiny, das müsste die dritte sein. Eine steht noch aus, er ist ein bisschen hartnäckig, ich glaube, Pupsi hat es schon gefangen. Ja. Bei der geht das immer schnell. Willst du den Noodle-Account vielleicht fangen? Also nicht den Account fangen, aber das magst du mal in meine Hose greifen, rechts. So, einfach fabelhaft. Ich sehe das vierte Mal einfach fabelhaft geworfen und er kommt wieder raus. Hast du auch einfach fabelhaft geworfen? Ja, ich weiß nur gerade nicht, wie man das Handy entsperrt. Das weiß ich auch nicht. Da musst du wohl den Code eingeben. 160788 oder so. Schön, dass du das so im Stream so. Also ist ja kein Stream, das ist ja ein Video. Und da ja eh keiner mehr Pokémon spielt und keiner mehr die Videos guckt, wird auch keiner den Code von meinem Handy erfahren. Was ja sowieso Quatsch ist, weil
Das ist das iPhone, das habe ich eigentlich nie dabei, nur beim Community Raid. Da müsste beim Community Raid mir einer auflauern und mir das iPhone XR, das in der gelben Version, entwenden, damit er dann das nutzen kann. Bei dem Haupthandy ist das wieder was ganz anderes und da geht meistens alles nur über Fingerabdruck. Nehmt also ein Messer mit oder ein Beil, hackt den Daumen ab, nehmt den mit und dann könnt ihr auch da Pokémon spielen oder euch die angucken, die da auf dem Account drauf sind. Er ist drin, endlich ist er drin. Professional Raschen, ne, steht hier. So, neuer Rekord. Ist das größte? Ist das, ja, 3 Sterne, 13, 14, 15 Mining. Ich habe noch 100 XL übrig. Ich gehe mal auf den Pokédex. Hier steht jetzt 179 gesehen, 129 gefangen und ich nehme alles zurück. Nicht 2 Formen gibt es schon als Shiny, sondern nur die Normalform war bisher als Shiny da. Und jetzt die Blitzform. Dann fehlt immer noch Flammenmodul, Gefriermodul und Aquamodul. Das heißt, mit Genesec können sie uns trotzdem noch das Geld aus der Tasche ziehen, wenn sie alle anderen Formen auch noch bringen. Jetzt gehen wir mal kurz Genesec ein und sehen, dass hier 2 Shiny sind. Aber welches ist das denn? Das hat... Das sieht ja aus wie ein gelbes Modul, ja? Und das ist auch ein gelbes Modul. Das müsste die Normalform wahrscheinlich sein. Denn das haben wir eben gefangen und das sieht auch aus wie ein gelbes Modul. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gar nichts. Ist der vielleicht gar nicht neu? Aber doch ist ja jetzt Elektromodul und Elektro, habt ihr gesehen, ist nichts dran. Wir haben aber auf jeden Fall hier ein 100%iges Genesect auf Level 50. Das ist das normale Modul. Oder auch nicht. Das ist grau. Was ist das für ein... Das müsste das Normalmodul sein. Und bei den anderen blickst du nicht durch. Wir machen einfach das hier fürs Thumbnail. So 100% Genesec Level 50. Das ist mein Bestes, was ich habe. Also das Teil brauche ich nicht unbedingt. Nur das Shiny. Und da muss man leider selber raiden. Mal gucken, was die Raidstunde so bringt. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Hattet ihr Glück? Habt ihr schon ein Shiny Genesec von damals? Habt ihr jetzt schon eins bekommen? Habt ihr jetzt schon ein paar Raids gemacht? Wir sehen uns bei der Raidmania heute Abend. 5 Raids kann ich machen, wenn ihr einladet. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guckt euch nochmal den Fledermausturm an. Ist der nicht herrlich, ne?